Willoughby wird jetzt der Letzte sein, der hineingeht. Alle drin jetzt in den Boxen. Und der Start zum ersten Rennen zum Preis von Avignon ist in diesem Moment erfolgt. Es geht zum ersten Mal durch die Südseite und die Führung geht an Cape Willoughby. Money Time ist gleich dahinter in zweiter Position. So geht es hier die Gerade herauf und dann bald zum ersten Male auch am Ziel vorbei. Und da kommt das Feld also am Publikum entlang. Money Time kann jetzt etwas besser aufschließen zu Cape Willoughby. Dreamspeed dahinter, Kreuzers mit Narita die nächsten Pferde. Und so geht es jetzt am Ziel gleich vorbei. Unter Führung von Cape Willoughby mit 2 Längen vor Money Time. Dann 4 Längen Abstand, Dreamspeed, der dritte mit Narita dahinter und Kreuz Ass. So sind die Pferde in der Nordseite, Cape Willoughby an der Spitze. Cape Willoughby weiter 2 Längen voraus, Money Time an der Innenseite, Dreamspeed, Narita und Kreuz Ass dann etwas weiter zurück. So geht es gleich in die Gegenseite hinein mit Cape Willoughby. 1,5 Längen sind es jetzt vor Money Time und Dreamspeed. Die anderen beiden sind deutlich zurück, Kreuz Ass und Narita, jetzt das letzte Pferd. Mitte gegenüber war das Feld und Cape Willoughby vor Money Time außen. Dreamspeed nach der Pause bleibt gut dabei. Dann Abstand zu Kreuz Ass und Narita am Schluss. So geht es gleich in die Südseite hinein. Cape Willoughby an der Spitze mit Money Time. Cape Willoughby, Money Time, Dreamspeed dahinter und Kreuz Ass kommt hier etwas näher an die ersten heran. Aber Cape Willoughby im Vorteil vor Money Time. Cape Willoughby, Money Time kommt näher jetzt heran. Dahinter Dreamspeed und Kreuz Ass. Weit zurück Narita. Vorne Cape Willoughby, außen Money Time. Es geht gleich in den Einlauf. Innen Cape Willoughby. Money Time versucht hier alles. Dreamspeed dahinter und Kreuz Ass außen. Cape Willoughby innen im Vorteil. Außen Money Time und Dreamspeed kommt noch einmal an der Innenseite jetzt durch. Auch Kreuz Ass ist jetzt zur Stelle. Kreuz Ass hat noch ein Ass im Ärmel anscheinend. Kreuz Ass und Money Time. Jetzt die Äußeren. Kreuz Ass. Kreuz Ass mit Money Time. Money Time zieht an, aber Kreuz Ass auf der Flachen heute vorne. Kreuz Ass vor Money Time. Cape Willoughby ist Dritter vor Dreamspeed. Und dahinter ist dann Narita, das letzte Pferd. Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch aus dem ersten Rennpreis von Avignon. Es siegte mit der 4 der 5-jährige Wallach Kreuz Ass. Auf dem 2. Platz ist die 1 Money Time. Drittes Pferd die 2 Cape Willoughby und auf dem 4. Platz die 5 Dreamspeed. Ich wiederhole noch einmal den vorläufigen Richterspruch aus dem ersten Rennpreis von Avignon. 4, 1, 2 und die 5.